Die jüngste Kolumbienreise von Prinz Harry und Meghan Markle machte weltweit Schlagzeilen. Prinz Harry and his wife Meghan have begun a four-day tour of Colombia. The Duke and Duchess of Sussex were invited by the country's vice president. Aber was geschah wirklich hinter den Kulissen? Von Manipulationsvorwürfen bis hin zu öffentlichen Gegenreaktionen. Die Tour hat bei vielen Kolumbianern mehr Fragen als Antworten hinterlassen. The couple spending nearly $2 million on a four-day trip. Jetzt hat ein kolumbianischer Stadtrat endlich sein Schweigen gebrochen und schockierende Details enthüllt, die alles verändern könnten, was wir über die Sussexes zu wissen glaubten. Was hat er gesagt? Lass es uns herausfinden. Die unglückselige Kolumbien-Tour beginnt. Die kürzliche Reise von Prinz Harry und Meghan Markle nach Kolumbien sollte eigentlich eine Goodwill-Tour sein, aber sie wurde schnell zu einem Thema der Kontroverse. Das Paar besuchte mehrere Städte, darunter Bogota, Medellin und Cali. Sie nahmen an vielen Veranstaltungen teil, zum Beispiel trafen sie sich mit Invictus-Athleten, saßen auf Podien, um über Online-Sicherheit zu diskutieren und warben für die Stärkung der Rolle der Frau. Oberflächlich betrachtet schienen diese Aktivitäten gut gemeint zu sein, denn sie sollten ein Schlaglicht auf wichtige soziale Themen in Kolumbien werfen. Doch nicht alle waren beeindruckt. Während einige Kolumbianerinnen und Kolumbianer begeistert waren, das berühmte Paar zu sehen, waren andere, insbesondere die Machthaber, weit weniger begeistert. Einer der lautstärksten Kritiker war Andrés Escobar, ein Stadtrat aus Cali, der gerade beschlossen hat, sein Schweigen zu brechen und alles über Harry und Meghan zu verraten. Aber bevor wir dazu kommen, lass uns über alles sprechen, was während der Tour passiert ist. Als Prinz Harry und Meghan in Kolumbien landeten, war das Land in heller Aufregung. Die Medien berichteten über jeden Moment ihrer Ankunft und sendeten live, wie das Paar aus dem Flugzeug stieg. Ihr Besuch war mit Spannung erwartet worden und die kolumbianische Öffentlichkeit war gespannt darauf, was der Herzog und die Herzogin von Sussex während ihres Aufenthalts mitbringen würden. Das Paar wurde von den kolumbianischen Beamten herzlich begrüßt, wobei Vizepräsidentin Francia Márquez die Willkommensparty anführte. Von Anfang an war klar, dass die kolumbianische Regierung alle Register ziehen würde, um diesen Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Die Vizepräsidentin, die für ihre eigene Arbeit im Bereich der sozialen Gerechtigkeit bekannt ist, schien besonders erfreut, das Paar zu empfangen. Die ersten Eindrücke waren positiv. Beide Seiten drückten ihre gegenseitige Bewunderung und ihr gemeinsames Engagement für die Erörterung wichtiger sozialer Fragen aus. Schon bald nach ihrer Ankunft stürzten sich Harry und Meghan in ein dichtes Programm von Aktivitäten. Am ersten Tag fand ein privates Treffen mit Vizepräsidentin Francia in ihrer Residenz statt, bei dem sie Berichten zufolge eine Reihe von Themen besprachen, von den Menschenrechten bis hin zur Bedeutung globaler Einsätze. Das Treffen wurde als warm und herzlich beschrieben, wobei sowohl der Herzog als auch die Herzogin ihre Bewunderung für die Bemühungen der Vizepräsidentin um die Gleichberechtigung in Kolumbien zum Ausdruck brachten. Im weiteren Verlauf der Reise nahmen Harry und Meghan an einer Reihe kultureller und gesellschaftlicher Veranstaltungen teil, um die reiche Geschichte und Kultur Kolumbiens zu präsentieren. Einer ihrer ersten öffentlichen Auftritte war an einem historischen Ort in Bogota, wo sie eine Führung durch die Architektur der Stadt aus der Kolonialzeit erhielten. Das Paar sah sich die Sehenswürdigkeiten mit einem Lächeln an und hielt oft an, um mit lokalen Führern zu plaudern und für Fotos mit begeisterten Fans zu posieren. Neben der historischen Tour besuchten sie auch mehrere öffentliche Reden und Podiumsdiskussionen. Meghan, die für ihren Einsatz für Frauenrechte bekannt ist, nahm an einer Diskussion über die Stärkung der Rolle der Frau teil, bei der sie leidenschaftlich über die Notwendigkeit von mehr Möglichkeiten für Frauen und Mädchen in Kolumbien sprach. Harry hingegen konzentrierte sich auf seine Arbeit mit Veteranen und traf sich mit kolumbianischen Sportlern, die an den Invictus Games teilgenommen hatten. Die Veranstaltungen waren gut besucht und die Reden des Paares wurden mit begeistertem Beifall bedacht. Während der gesamten Tour legten Harry und Meghan Wert darauf, mit den örtlichen Gemeinden in Kontakt zu treten. Sie besuchten mehrere Schulen und Gemeindezentren, wo sie Zeit mit Kindern und Lehrern verbrachten. Diese Momente wurden oft von der Presse festgehalten. Fotos, auf denen Meghan Kinder umarmt und Harry mit Lehrern plaudert, machten in den sozialen Medien die Runde. Das bodenständige Verhalten des Paares und sein echtes Interesse an den Menschen, die sie trafen, brachte ihnen viele Bewunderer ein. In der Öffentlichkeit wurde ihr Besuch überwiegend positiv aufgenommen, zumindest anfangs.
Viele Kolumbianerinnen und Kolumbianer waren begeistert, solch prominente Persönlichkeiten in ihrem Land zu haben. Und die Medienberichterstattung war im Allgemeinen positiv. Die Menschen schätzten die Bereitschaft des Paares, sich mit lokalen Themen zu befassen und ihre Bemühungen, wichtige soziale Anliegen ins Rampenlicht zu rücken. Zweifellos war man stolz darauf, internationale Persönlichkeiten zu Gast zu haben, die sich aufrichtig für das interessierten, was Kolumbien zu bieten hatte. Unter der Oberfläche gab es jedoch auch schon einige Stimmen der Unzufriedenheit zu vernehmen. Während die Mehrheit der Öffentlichkeit das Spektakel des königlichen Besuchs zu genießen schien, mehrten sich die Stimmen, die Notwendigkeit und die Kosten der Reise in Frage stellten. Einige Kolumbianerinnen und Kolumbianer, vor allem in den weniger wohlhabenden Gegenden, fragten sich, warum so viel Aufmerksamkeit für den Besuch ausländischer Würdenträger aufgewendet wird, wenn ihre eigenen Gemeinden mit Armut und fehlenden Gesundheitsversorgungsleistungen zu kämpfen haben. Als Harry und Meghan ihre Tour fortsetzten und von Stadt zu Stadt zogen, wurde klar, dass nicht alle mit der Art und Weise, wie die Dinge gehandhabt wurden, einverstanden waren. Die Anwesenheit des Paares in Kolumbien sorgte nicht nur für positive Presse, sondern warf auch einige schwierige Fragen über Prioritäten und die Verwendung öffentlicher Mittel auf. Im Laufe der Tournee wurden diese Fragen immer lauter und bildeten die Grundlage für eine viel größere Kontroverse, die schließlich ans Licht kommen sollte. Doch im Moment konzentrieren sich Harry und Meghan darauf, das Beste aus ihrer Zeit in Kolumbien zu machen und schienen sich des Sturms, der sich zusammenbraute, nicht bewusst zu sein. Politische Auswirkungen und Manipulationsvorwürfe. Der Besuch von Prinz Harry und Meghan Markle in Kolumbien wurde schnell in eine politische Kontroverse verwickelt. Während ihre Reden zur Stärkung der Rolle der Frau, zur Unterstützung von Veteranen und zur psychischen Gesundheit bei einigen gut ankamen, blieben die unterschwelligen politischen Verwicklungen der Tour nicht unbemerkt. Es war von Anfang an klar, dass Vizepräsident Francia eine Schlüsselrolle bei der Einladung von Harry und Meghan nach Kolumbien spielte. Berichten zufolge nahmen die Sussexes die Einladung an, nachdem Francia, der ihre Netflix-Dokumentation bewundert hatte, sie persönlich um einen Besuch gebeten hatte. Diese Entscheidung erregte die Aufmerksamkeit politischer Beobachter, die sich fragten, warum ein solch hochkarätiger Besuch in einer Zeit, in der Kolumbien mit erheblichen sozioökonomischen Problemen zu kämpfen hat, Priorität hat. Aus diesem Grund bricht der kolumbianische Stadtrat einfach das Schweigen und verrät alles über Harry und Meghan. Sie waren nichts weiter als ein Mittel, um die Bevölkerung und die Welt im Allgemeinen von den internen Problemen abzulenken und das Profil von Francia zu stärken. Vor allem Andrés Escobar äußerte lautstark seine Bedenken und nannte die Tour ein Eitelkeitsprojekt, das öffentliche Gelder für den persönlichen Vorteil des Vizepräsidenten und des Sussexes vergeudet. Er wies darauf hin, dass Milliarden von Pesos für den Empfang des Herzogs und der Herzogin ausgegeben wurden. Geld, das besser für wichtige Themen wie den Ausbau von Kinderkantinen, die Bezahlung von Gemeindearbeitern oder die Unterstützung afrokolumbianischer Gemeinden hätte verwendet werden können. Er wies darauf hin, dass er dies als Diebstahl ansieht und dass sie alle verhaftet werden sollten und für die Dinge, die sie getan haben, ins Gefängnis gehen sollten. Die Regierung gab zwar keine genauen Zahlen bekannt, aber es war klar, dass die Kosten der Tournee, insbesondere die hohen Sicherheitsvorkehrungen, zu denen auch Militärflugzeuge und Hubschrauber gehörten, beträchtlich waren. Escobar argumentierte, dass die verschwenderischen Ausgaben die Kluft zwischen der kolumbianischen Führung und dem kolumbianischen Volk deutlich machten. Diese Kritik saß tief und Francia, Harry und Meghan, die sich für soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung einsetzten, wurden plötzlich in einem anderen Licht gesehen, in einem, in dem ihre Handlungen als eigennützig und nicht zum Wohle der kolumbianischen Öffentlichkeit interpretiert wurden. Die politischen Auswirkungen waren weitreichend, denn die Kontroverse um den Besuch wurde zu einem Symbol für die allgemeine Unzufriedenheit mit dem Umgang der Regierung mit den Ressourcen des Landes. Kritiker hatten auch behauptet, dass der Besuch trotz seiner Öffentlichkeitswirksamkeit wenig bis gar keine Auswirkungen auf die bedürftigsten Gemeinden hatten und stattdessen als bequemer Weg für die Regierung diente, von den anhaltenden sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen Kolumbiens abzulenken. Außerdem erschien vielen Beobachtern der Zeitpunkt der Tour suspekt. Wie ein Großteil Lateinamerikas hat auch Kolumbien mit zunehmender Armut und wirtschaftlicher Ungleichheit zu kämpfen. Und die kolumbianische Regierung steht zunehmend unter Druck, diese Probleme anzugehen. Einige KritikerInnen behaupteten, die Reise sei absichtlich geplant worden, um von den Unzulänglichkeiten der Regierung abzulenken und den Besuch zu einer PR-Aktion zu machen.
Diese Geschichte gewann in den Medien und im öffentlichen Diskurs schnell an Boden und viele sahen die Sussexes als Teil einer größeren politischen Strategie. Ihre weltweite Berühmtheit und ihr Engagement für Themen wie psychische Gesundheit und Frauenrechte machten sie zu idealen Figuren, mit denen sich die kolumbianische Regierung identifizieren konnte, auch wenn die tatsächlichen Auswirkungen ihres Besuchs minimal waren. Was denkst du? Wussten Harry und Meghan wirklich, was sie taten? Oder ist alles ein großes Missverständnis? Lass es uns in den Kommentaren wissen.